Verbrüllen! Verbrüllen! Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hausflipper, meine Damen und Herren. Ja, sind wir mal wieder hier back in the building, Anna. Letztes Mal haben wir mal wieder versucht, das Konto so ein bisschen aufzupimpen. Wenn ihr mal nach rechts guckt, guck nach rechts jetzt. Da hinten. Da. Da ist der Kontostand. 77 Flocken, Anna. Also wirklich dicke Flocken. So richtig dicke, herzhaftige Fett. So, und jetzt wollen wir heute mal wieder ein kleines Grundstück kaufen. Das bedeutet, es geht jetzt gleich rein in den Laptop. Und dann gucken wir mal, was es so für Angebote gibt. Weil wir wollen ja natürlich wissen, kann der Kalle Kuschinski sich denn heute eigentlich leisten? Und wie kann man denn das Geld jetzt eigentlich noch vermehrfachen irgendwie so? Es geht ja auch um Geld im Leben. Da muss man auch mal... Es geht nicht nur ums Fappen, Alter. Es geht auch mal so ein bisschen darum, das Money ranzuschaffen, weißt du? Und ich müsste mal... Brauch mal wieder eine neue Haarkur, Alter, weißt du so? Gehen wir mal in den Hausbrowser. Und gucken uns an, was für Häuser wir es jetzt hier, was ist jetzt, was gibt's denn da jetzt eigentlich, du, sag mal, hör mal, du. Das Haus im Dickicht. Das Haus im Dickicht für 146 Quadratmeter, also es hat 146 Quadratmeter, Alter. Das sieht ziemlich scheiße aus, wenn ich jetzt mal so nur aufs Bild gucke. Oh, ich sitze im Bild. Also es sieht kacke aus. Mehr wollte ich dazu auch gar nicht sagen. So, und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Das Grundstück hat 1112 Quadratmeter. Oh mein Gott, mein Finger. Der wird immer kleiner. Anzahl der Etagen eine. Ach so, ja, das ist wieder so ein etagenloses Scheißhaus. Aber wenn wir das jetzt entrümpeln gleich und dann verkaufen, dann muss das auch nochmal löppen, oder nicht? So, wir kaufen den Bums jetzt. Du hast ein neues Haus gekauft. Möchtest du jetzt dorthin gehen? Ja, gönn! So, auf der linken Seite haben wir wieder unsere Interessenten. Da haben wir 5 Stück aufgelistet. Auf der rechten Seite sehen wir auf jeden Fall den Kontostand. Der ist einfach gar nicht mehr gut aus. Aber ich bin ja nicht umsonst Kato du Kalle Kuschinski, Alter, wenn ich das nicht hinkriegen würde. Denn ich kann es nur nochmal erwähnen, Amena Koryon, Alter. Ich bin Kato de Kalle Kuschinski und ich pimp das Haus im Dickicht, Alter. Yo, du wärst gern ein Player. Doch bei dir sieht's kacke aus. Der Kalle kommt näher. Der Junge pimpt dein Haus. Damn right. Hallo! Was? Ich muss das hier wegspachteln. Oh. Und wo geht er? Okay, ist einfach weg. So. Und das ist. Ich kann es einfach. Einfach so wegmachen, Alter. Ist unnormal. Ja, also, wenn ihr mal einen Putzer braucht bei euch, ne, zu Hause, ich putze euch gerne den Laden. Also, es geht ja. Per Fingerschnipsi, ey. So, hier den ganzen Schutt machen wir einmal weg. Bam, bam, badam. Badadadam. Hier hinten ist ja noch mehr Schutt, was soll das denn? Aber ich weiß halt nicht, ob der Wert des Hauses sich dadurch steigern tut, ne? Wenn ich jetzt hier die 77.000 plus irgendwie noch einen krassen Superwert dazu bekomme, dann flippe ich aber komplett Haus, aus. So, wie kriege ich jetzt diese Schaufel weg? Ich habe einen Gartenschlauch. Schlauch nach links, Schlauch nach rechts, nach oben und nach unten. Schlauch nach links, Schlauch nach rechts, wir löschen jeden Funken. Ich will jetzt aber eigentlich gar nichts in der Hand haben. So, ich will hier nicht weiter aufräumen. Meine Kuschinski-Sensoren auf dem Radar oben rechts sagen mir, dass hier auf jeden Fall noch einiges an Schmutz liegt. Aber ich krieg das hin, ich hab das doch gelernt. Guckt sie an. Der ganze Müll hier, du. Alles, alles im Ass. So, mach mal auf die Buchse. Was ist hier denn ausgelaufen, Alter? Wer ist hier denn verblutet, ey? Das sieht aber nicht schön aus. Sag ich, wie es ist. Wurde hier vielleicht jemand ermordet? Kalle Kuschinski ermittelt. So, erstmal den ganzen Müll hier schnell wegmachen. Ihhh! Pfui Deibel! So, jetzt seid ihr weg da. So, genügend Kakerlaken umgebracht. Also, das ist doch alles scheiße hier. Alles kompletter Mist, ey. Aber wir sehen schon da oben links. Da, das knistert richtig hoch. Guck mal, die werden richtig glücklich da. Da ist ja schön. Was für ein sauberes Haus. Ehre. So, ja, ja. Oh, hier ist ja alles.
Ach, guck mal, hier können wir wieder einen Gartenwettbewerb machen. Dann machen wir gleich nochmal einen Gartenwettbewerb. Die schöne Wand, da könnte man mit Fepprollen schön was hinschreiben, ne? Es ist immer noch ein wenig dreckig. Wieso wurde hier nicht aufgeräumt? Bruder, du hältst mal deinen Schnauzen, Alter! So, mit 2800 Euro, das kann man hier gar nichts anfangen. Das sag ich mal, wie das ist. Hier haben wir 20 Lichtschalter. Du, wir müssen Geld sparen. Wir müssen original Geld sparen. Hier gibt's nur einen Lichtschalter. So, ansonsten kommt der ganze Bums hier weg. Wir müssen das Konto wieder aufpäppeln. So eine Tür ist 102 Flocken wert. Wieso? Was ist das hier überhaupt für ein Raum? Was ist das überhaupt für ein Raum? Der Raum wird hier erstmal weggelöscht. Den Raum löschen wir weg. Wir brauchen das Geld für die Türen. Hier, zack und zack. So. Ja. So, wir machen jetzt erstmal ein paar Wände weg. Das ist mein Haus und hier bleibt nicht so, wie es ist. Bam! 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 Zack. Cavallo. Oh, bisschen mehr Space, Alter. I'm gonna send it to outer space to find another race. Ich hab gemerkt, war richtig scheiße, dass die Tür hier verkauft hat. So, jetzt haben wir den Raum hier ein bisschen vergrößert. Ich glaube, was wir machen werden, wir werden hier einfach ordentliche Fliesen verlegen, damit es auch mal richtig schick aussieht. Wandfliesen, Keramikfliesen, Türkis. Türkis ist doch geil. So, hier, 1, 2, so. Na, wer findet das geil? Also, wer von euch wollte nicht schon immer mal ein türkis Badezimmer haben? Schreibt mal rein, ob ihr auch... Da unten sind Kommentare, ne? Da könnt ihr mal... Wollt ihr auch... Warum liegt hier so viel Scheiße auf dem... Ah, was für ein sauberes Haus. Oh, Mann, das geht mir richtig auf den Sticker hier. Das ist auch echt unbelohnt. Da... Da 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 da. Irgendwann später. So, jetzt haben wir die Fliesenscheiße hier gleich endlich an die Wand gekleistert. So, was sagen die denn dazu, wenn ich hier so eine Tür verkaufe? Die sagen dazu gar nichts. Scheiße, das Garagentor kann man nicht verkaufen. So, ich sag mal so. Wer ein Haus von Kalle Kuschinski kauft, der muss sich die Tür noch selber leisten. Ist auch einfach mal, da muss man auch mal individuell selber mit sich selber irgendwie, da musst du auch mal überlegen. Also, ganz ehrlich, das ist mir auch dann irgendwie, ich brauch Geld. Hier hinten ist noch irgendwas kaputt. Siehste. Du, mein Adlerauge hat mal wieder bewiesen, ich bin der beste Pimp of the world, wenn es um Häuser geht. So, auf Streichen habe ich eigentlich keinen Bock, ne? Aber manche wollen das ja. Aber ich sag mal so, was passiert, wenn ich jetzt was steigere? Würden Gewinn machen, gibt kein großes Familienzimmer. Ah, jetzt habe ich das abgebrochen. Ah, man muss sich vorher überlegen, ob man das Haus verkaufen will. Man kann nicht einfach sagen, ich verkaufe das jetzt und dann doch nicht. Scheiße. Aber ich sag mal so, wir können hier auch nochmal, wobei, also die auf die 100 paar 100 stellen, ich gib's Familie Jensen. Bin ich ehrlich. Ich gib's Familie Jensen. Tschüss. Boom, ich habe irgendwie eine neue Fähigkeit bekommen. Sollen wir nochmal schnell ein zweites Haus nehmen oder was? Preis verhandelbar. Ah, siehste, das muss ich erstmal verbessern. Ich kann das gar nicht. Machen wir nochmal ein zweites Haus, würde ich sagen. Da ich wieder investieren, die 93.000 Flocken. Vielleicht sollen wir ein bisschen was behalten, oder? Guck mal, wie das geil aussieht. Ein Huxter-Haus. Sieht natürlich einfach alles scheiße aus. Aber ich würde sagen, das kaufen wir auch mal eben. So, komm, lass uns da hinfliegen. Lol. Ich kann die Steinplatten hier verkaufen. Geil, schön die Steinplatten weghauen. So machen wir das. So, hier, ganze Scheiße. Das muss alles weg. So, hier haben wir hier einen Gartenschlauch. Das geht ja wirklich. Geil. Eine Bilder. Junge, was Bilder? Das ist doch kein Bild. Das war Schmiererei, Alter. Er fragt schon wieder nach Bildern. Hör auf jetzt! So, nettes Bild. Dieses Bild sorgt für Abwechslung. Geil. Junge, du hast doch ein Bild. Was willst du denn noch? Wie viele Bilder willst du noch haben? Die wollen auch, dass ich hier einrichte in so einen Bums, ne? Junge, der ist so nervig mit seinen Kackbildern. Keine Bilder, Alter. Hier auch alles dreckig, die Scheiße, du. Was ist das denn? Ich hab Geld gefunden. What? What? Richtig krasser Geldbunker, Alter. What? Da, Alter, geil. Alter, Geld Geld gefunden, Alter. So, komm. Bitte hier. Auch wieder schöne Türkis. Türkis ist mein Life. Serkan ist mein Girl. Serkan ist mein Girl. Serkan ist mein Girl. Serkan ist mein Girl.
Serkan is my girl. Serkan is my girl. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Türchen kaufen. Das ist eigentlich der Typ, der die Bilder wollte. Hatte er keinen Bock mehr? So, welche nehmen wir denn? Komm, wir nehmen mal hier diese schöne... Guck mal, da ist eine schöne Haustür. So, die kommen jetzt hier alle rein. Kommt da rein, kommt da rein. Ist falsch rum, aber ist egal. Du, das ist mein Haus, ich rede hier. Die Frage ist natürlich jetzt, finden die das geiler, wenn ich jetzt hier noch streiche oder nicht? Oder wie oder was? Weil die Farbe ist ja kompletter Müll, ne? Die müssen wir eigentlich streichen, oder? Ah, nee, jetzt kann ich die schon benutzen. Yo! Guck mal, die können wir schon komplett anbringen hier. Wir machen das einfach mal. Guck mal, ob sich hier... Weil letztes Mal, als wir die Fliesen angebracht haben, bin ich ganz ehrlich, da hat sich überhaupt keiner gefreut. Aber hier die Paneele, die entdeckt... Also da gibt es natürlich jetzt ganz neue Möglichkeiten. Das ist meine... Wir haben jetzt hier so Pflanzentapete irgendwie. Oh, was ich mir hier vorstelle, für alle Aktivitäten, die man hier vielleicht noch so veranstalten könnte, könnt ihr jetzt hier so zwei Tische reinstellen, okay? So, ich sag mal so, da habt ihr des Weiteren haben natürlich eine Sache nicht fehlen, ihr Leute da oben. Pepprolle. Okay, mir ist bewusst, dass es falsch geschrieben ist, aber ich lasse es jetzt einfach so. So. Gönn Abo, sag ich an dieser Stelle nur. Also gönn mal jetzt Abo, alle. Gönn, gönn, gönn. Auch wenn man gönn vielleicht mit zwei N schreibt. I don't give a gönn, alle. So. Junge, das sehe ich jetzt erst. Das ist das Haus von Breaking Bad, Alter. Mein ganzes... Ich habe hier das die ganze Zeit jetzt gebaut. Und ich denke mir so, hä, aber irgendwie kommt mir das auch bekannt vor. Mit dem Loch im Boden, Alter. Wo, gib mal Licht jetzt. So. Mit dem Loch im Boden, wo das Geld drin ist. Bei Breaking Bad hatte das Geld auch untermal. Oh, normal. Wir sind bei Walter Weiss drin. Wir sind bei Walter Weiss drin. Er hatte nur halt noch eigentlich so übelst das Schlafzimmer. Auch mit dem Pool hier draußen. Das ist das Haus von Walter White. Auch mit dem Teddy drin. Okay, ich bin komplett geflasht. Ich bin komplett geflasht. Ungelogen, das ist mir jetzt erst aufgefallen. So, wir müssen eigentlich noch einen Gartenwettbewerb machen. Warte mal, Garten. Ich kaufe jetzt so eine Katze. Oh, du stehst da jetzt. Oh, klasse. Freut sich keiner, ne? Wir machen jetzt einen Gartenwettbewerb amerikanisch. Der ist eigentlich quasi schon. So, Anzahl der Punkte. Geil. Der Wert ist nicht gestiegen, ihr Pissnaken. So, ich kann nochmal am Gartenwettbewerb teilnehmen. Guck mal, dann kann ich hier vielleicht doch noch mal was schnell hinstellen. So, hier noch eine scheiß Holzbank. Stellen wir jetzt hier neben die Katze. Und wir gewinnen jetzt diesen scheiß Wettbewerb nicht. Okay, fick. So, jetzt gibt's die Auktion. 109.000, 111.000, 111.000, wir bleiben drin. 114.000, 114.500, 117.000. 117.600. Das ist das letzte Gebot, oder was? Wir hätten gern nochmal so 10.000 mehr. Jetzt sagen wir mal, wir wollen so 5.000 mehr. Angebot verhandelt. Oh mein Gott, der hat ja gesagt! Oh, wir haben Freispiele gewonnen, oder was? Oder irgendwie sowas, Alter. Ja. So, hier. So. Okay, das Gold ist unnormal belohnt, Alter. Jetzt haben wir richtig Cash gemacht. Wir haben die Hütte von Walter Weiss verkauft. Eigentlich hätten wir dafür Millionen, Milliarden verlangen müssen. Naja, Leute, so weit, so gut. Das war's erstmal wieder. Wir haben zwei Häuser verkauft. Und ich würde sagen, mal gucken, was uns noch so hier erwartet. Ich bin's, euer Charakter, Kalle Kuschinski. Und wir verkaufen Walter Weiss Haus. Alter.